So, hallo an alle zu neuen Megaprojekt-Folge und dieses Mal sind wir dabei, mal ein bisschen aufzustocken. Wir wollen endlich mal das Ender-Drachenei testen. Und dazu habe ich hier so Dinger gemacht, beziehungsweise mache ich gerade so Dinger. Und ich glaube, ich habe zu viel von dem Seed-Oil gemacht. Das ist blöd. Schade. Schade. Jedenfalls, um dann hier die Inks zu machen, brauche ich Planks plus Dinger noch. Moment. Ne, so ging ja nicht Sticks. Vertue mich manchmal immer. Brauche ich ein Crafting Table. Oakwood-Teile. So. Das und das und das. Und hier fehlt Holz. Habe ich mir schon fast gedacht. So, nochmal. Das und das und das. Gut, 9 Stück nochmal. Und die Frage ist jetzt, wie wir die anordnen. Natürlich mal so um 2 Block Abstand, habe ich gehört. Jetzt am besten geht, am schnellsten, was auch immer. Okay. Wahrscheinlich brauchen die keine Pilze mehr. Das kann auch sein. Weil ich schon... Oder weil die so weit gekreuzt sind, dass die einfach... Ah, schade, kein Blumen mehr hier. Schon wieder zum Blumen übergegangen sind. Und dass die nicht mehr rein Pilze brauchen. Das kann auch sein. So, muss ich kommen. Und jetzt gucke ich gerade mal. Also Enderbienen sollten nicht im End funktionieren, sondern sollten auch hier in meinem jetzigen Biom funktionieren. Das teste ich gerade mal aus. Dafür brauchen wir dann die Blume, die entsprechende. Schön alles hier vorbereitet. Moment, da mache ich kurz einen Screenshot, weil das wird dann ein Thumbnail. So sieht gerade die Aufnahmezeit. Dragon Egg, Ender Drone und Ender Princess. Und die sind halt jetzt... ich werde mal kurz analysieren, was die können. Genau, ich analysiere mal, was die können mit dem Bealizer. Und dann sehe ich mal kurz die Effekte. Ich glaube aber, die machen Schaden, soweit ich weiß. Bealizer plus Honeydrops brauche ich 2 Stück. Und dann gucken wir mal. Bin ich mal gespannt. Die da plus Enderbiene. Lebensspanne ist relativ lang. Die Area ist relativ groß, die sie bearbeiten. Gibt 2 Drohnen wieder raus. Effekt Ends. Was auch immer. Und jetzt dann noch die Drohne, was die kann. Ja. Also im Prinzip eigentlich selber Effekt drauf, denke ich mal. Ja. Genau. Okay, dann würde ich gerade mal einfach testen. Da stand noch irgendwas mit End drunter. Wie sieht es hier aus? War noch Flowers. Okay, ja, ich brauche wohl das Ender-Drachenei jetzt. Und dazu noch ein Appearing. Hier habe ich halt platziert. Schade, was mit dem hier? Ich glaube, das nehme ich mal. Das ist mein Test-Apiary, das, was dann hier vorne steht. Das kommt hier hin. So. Und da tue ich mal die Enderbiene rein. Mit dem Vieh. Und das Drachenei. Moment. Kommt dann gleich daneben, weil das wird die Blume sein. Wow. Alter, machen die Schaden. Habt ihr das gerade gesehen? Wie heftig ist das denn? Ich muss mal gucken, ob das damit geht. Nein! Das killt mich! Das killt mich mit Quantumrüstung! Alter! Wir werden es nicht schaffen, das Ding wieder abzubauen. Kleiner Testversuch. Die killen einen richtig hart! Kann ich das Apiary abbauen? Oh, ich konnte es abbauen. Alter Schwede! Was geht mit der ab? Das ist aber eine richtige Hardcore-Hummel. Puh! Ja. Soll ich jetzt schön sagen oder soll ich nicht schön sagen? Ich kann da mich mal reingucken gleich. Ich brauche eine Imker-Ausrüstung. Hier. Apiaries, Shoots, Shirts, Hat. Wie macht man die Dinger? Swoven Silk. Silk Wisp. Stellt man hier aus. Silky Propolis, Silky Comp. Eieiei. Swoven Silk. Kriegt man das anderweitig her? Ne, anscheinend nicht.
Kriegst du aus den Silky Comps? Und wo gibt's die Silky Comps her? Aus einer bestimmten Art. Boah, das wird jetzt richtig schwer, das zu machen. Das wird jetzt richtig, richtig schwer. Die gehen durch Quantumrüstung durch. Der Schaden davon wird nicht absorbiert. Also wie bei Potions of Harming, so in der Art. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Hat jemand eine Idee, wie ich das jetzt noch machen soll? Weil das ist ein bisschen arg heftig. Die machen ja 2 Herzen pro Sekunde. Das ist schon ein bisschen hart. Ich würde einfach Folgendes probieren. Ich stelle einfach mal das Ding hin, mache das Ende-Ei daneben und versuche mal einen Durchgang zu erhaschen. Der allgemeine Durchgang. So, da das Ende-Ei. Hier den Apiary. Und da dann die Queen rein. Jetzt dürfen die aber nicht fliegen, weil Nacht ist, gell? Kann ich da ran? Ja, es ist Nacht, die fliegen nicht. Okay. Okay, ich muss dann halt immer nachts rangehen. In der Hoffnung, die funktionieren gleich. Ich gehe mal kurz pennen und dann sehe ich, ob sie fliegen oder ob sie es nicht tun. Die sind ja richtig heftig. Okay, testen wir aus. Da, schön. So. Kurz warten und jetzt müssten die rumflubbern. So. Sehe ich ja gleich, was funktioniert. Nein. Nein. Ich krieg wieder Schaden. Aber sie fliegen nicht rum. Das ist ein Problem. Die fliegt nicht rum. Oder? Kann da was raus? Doch, da kommt was raus. Ich sehe sie. Da kommt was raus. Okay, okay, okay. Sie arbeiten schon mal. Aber ich habe vergessen. Da. Ich habe das vergessen. Und zwar, ich muss ja die Waben da rein tun. Die Hopschgrunz vergessen. Also das ist die Waben, diese Teile hier. Frames. Ich tue mal die beiden hier rein. Oh, Wisp. Du schon wieder. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Schon lange nicht mehr gegrillt. So, brenne. Lass mich in Ruhe. Genau. Ja, weil wir müssen hier noch logischerweise dann die Frames reintun und dann die Ender Queen. Jetzt macht sie mir Schaden und tötet mich. Gut. Hoffentlich funktioniert jetzt. Ja, da kommen sie raus. Ach Gott, ey. Was für eine Qual. Machen wir mal so. Hier so, zack. Okay. Dann lassen wir die mal arbeiten. Wir sehen ja dann im nächsten Part irgendwann, wie es aussieht, ob die fertig sind. Ich bin da mal hart gespannt drauf, was dann da so rauskommen wird. Ich versuche einfach die Drohnen zu erweitern und dann die Drohnen mit den normalen Bienen hier zu züchten oder zu kreuzen vielleicht. Vielleicht kommt da was Sinnvolles bei raus und ich muss jetzt wieder diese Frames noch erstellen. Ist auch schon wieder fertig hier. Hier sind auch längst keine Frames mehr drin. Ich sollte vielleicht mehr Kreuzungen machen und ähnliches. Ich tue mich gerade im Moment immer dieselben rein. Und sammle mal kurz die Comps hier auch. Ups, einer noch drin. Gut. Raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Und das Jetpack zieht sich wieder an. Die Dinger gehen echt übelst hart durch. Puh. So, okay. Dann als nächstes. Ich wollte ja eventuell bald meine Außenbasis errichten. Das kommt noch. Und jetzt kurz die Frage. Bei meinem Hauseingang stimmt was nicht. Hier ist ja noch. Ist auch anders gemacht und auch anders. Von der Deko ist immer so ein bisschen anders hier. Ich habe gar nicht drauf geachtet eigentlich. Oh. Ich glaube, die hier wollte ich mal abbauen. Kann das sein? Oder wollte ich die dran lassen? Ich weiß gar nicht. Irgendwann sieht es komisch aus. Ich lasse es nochmal so. Ich will gar nicht allzu viel am Haus jetzt rumbasteln. Lieber mal zwischendrin den Status checken. Von der Fabrik mal wieder. Nicht irgendwas kaputt, zu voll, was auch immer. Ja, das ist sowieso zu voll hier. Da ploppt schon wieder raus hier alles.
Aber da kann ich nichts machen, ich lasse es einfach so und dann, ja. Alle Kisten voll. Hier ploppt das Zeug einfach raus. Gut, das ist auch von den Dingern, das ist auch von den Dingern. Erst sind folgendes, ich habe noch 5 Minuten Zeit, da die Zeit will ich schon wieder zum Crafting verwenden, weil in dem nächsten Part könnten wir dann in die Hölle gehen oder unsere Außenstation suchen. Also indem wir einfach weit entfernt irgendwo eine Station errichten. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Und in der Zwischenzeit müsste ich hier noch das Zeug fertig craften. Mit Goldkabel und dann halt hier aus den Teilen dann, wie heißt? Maschinenblock suche ich noch. Aus den Teilen dann die MV-Transformatoren machen. Goldkabel brauche ich, habe ich hier und der Rest müsste eigentlich oben sein. Mache ich gleich mal weiter, denke ich mal. So ein bisschen. Hier sind noch Maschinenblocks. Und Rubber ist hier auch noch. Kann man noch ein doppelt isoliertes machen? Boah, das nervt mir ein Ding. Und nochmal ein doppelt isoliertes. Okay. Und eigentlich nochmal ein doppelt isoliertes, wenn ich genug Rubber hätte. Gibt's hier hinten. Und natürlich auch wieder Gold und so weiter und so fort. Dann haben wir auch schon die MV-Dinger. So viel Zeug zusammengekommen. Schön. Moment. Hier haben wir noch Rubber. Erstens den. Dann aus den Maschinenblocks. Ne, warte, ich mach das mal komplett voll. Erstmal komplett voll machen. Zack, 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 zack. Ah, Gott. Fail. Deshalb hasse ich die Dinger. Deshalb hasse ich diese Tables. So. Müsste auch vollständig sein. Den. Ich mache einfach das hier rein und das hier rein und das und das und das. Jetzt kann ich den nehmen plus den da hier. Und die alle durchcraften. Und jetzt dasselbe nochmal. Genau. Und neues Rubber holen. Wir haben ja eh nicht genug davon. Gut, ich denke mal, das müssen wir jetzt auch reichen. Den und den. Soweit hier. Die normalen Kupferkabel raus. Und dafür die rein. Ah ne, Quatsch. Die einfachen. Den. Ja. Okay. Raus, raus. Maschinenblocks. Das und das. Wiederum das und das und das. Nochmal 2 Stacks. Ja, müsste fürs erste fast schon wieder reichen. Gold raus. Rubber raus. Und jetzt gehen wir runter. Jetzt machen wir jetzt die LV-Dinger. Okay. Jemand hat gesagt, hier wäre noch irgendwo ein Loch im Glas. Oh, das haben wir schon behoben eigentlich. Glaube ich jedenfalls. Ah. Gut, von den Stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Und zwar Medium Voltage Solar Arrays. Genau, mir wieder 2 Stacks voll. Haben schon wieder was geschafft. Das soll doch schon mal was heißen. Okay. Jetzt bräuchten wir HV Arrays. Und unter anderem auch Refined Iron. Und Redstone. Und ein paar mehr von den Kabeln. Jetzt noch mal hier. Genau, Refined Iron haben wir auch noch irgendwo rumfliegen. Hier sind ein paar Kabel drin, das weiß ich noch. Da nochmal. Keine Kabel mehr. Nein, weil die Kabel bräuchten wir jetzt eigentlich, um die Dings zu machen. Die Circuits. Ich hoffe mal, das reicht. Durch die Decke, durch die Decke, durch die Decke. Refined Iron rausholen. Einen ganzen Stack Circuits machen. Falls es geht. Was ich wieder mal bezweifle. Refined Iron. Redstone. Noch werde ich wieder eine ganze Menge brauchen. Okay, 59.
Wie machen wir nochmal die hier? Refined Iron plus Rubber. Gott, davon brauche ich echt jede Menge. Die müssen tausendfach noch isoliert sein. Refined Iron ist oben. Hätte ich gerne wieder auch ein paar Kabel. Den und den und den. Oh, das reicht. Isolieren. Nochmal isolieren. Okay, so soll es sein. Nee. Gut. Auch wieder jetzt zwei Stacks. Und jetzt braucht man noch die Dias. Die lieben Diamanten, die noch irgendwie rumfliegen. Wieder unten. Ich habe mein Zeug überall verstreut. So, und daraus könnten wir jetzt... Warte mal, ich habe alles dabei, ne? Doch, ich habe alles dabei. Warte mal, brauche ich noch... Nein, ich brauche noch weitere MV-Transformatoren. Denn mit den MV-Transformatoren kann man die Hafer machen, aber das ist gut. Sind wir auch wieder im nächsten Part. Ich tue das Zeug wieder raus. Gib wieder jetzt eine Zwischen-Crafting-Pause, bis es wieder kommt und mich damit zu eintönig. Ich werde mal gucken, wie es wird. Wir sehen uns im nächsten Part. Die Folge ist nämlich schon wieder voll. Ich danke fürs Zuschauen, stelle mich hier drauf und tschüss.